Servus aus meinem Bastelkeller. Heute unterhalten wir uns mal ein bisschen über das BMS und auch Serial Battery. Ja, ich habe das ja schon länger mal angetriggert, dass ich da mal ein Video drüber machen will. Und das habe ich mir gedacht, ich fasse das heute ein bisschen zusammen. Erstmal grundsätzlich vorweg, um was geht es? Ja, es geht um meinen Akku, den ich irgendwo mal gebaut habe. Dazu habe ich ja schon ein paar Videos gemacht darüber, wie ich das Ganze aufgebaut habe und so weiter. Ja, jetzt hier sieht man jetzt ganz gut, wie ich das so gemacht habe. Ich habe hier drei so Regale gebaut im Prinzip. Schwerlastregale waren mir ein bisschen so instabil, wenn ich ehrlich bin, weil die meistens sich irgendwann durchbiegen in der Mitte. Ja. Darum habe ich das selber gebaut mit Alu, also mit so Item-Alu-Profilen, ja, und habe da so das Ganze recht massiv gebaut. Das Ganze ist an der Wand verschraubt, steht auf dem Boden auf, also ist eigentlich kein Problem. Da sieht man jetzt schön die einzelnen JK-BMS. Das ist ein B2A20S20P, also 2 Ampere aktiver Balancer, 200 Ampere Nennstrom und maximal 20 Zellen in Serie. Das ist bei mir jetzt kein Problem, ich habe nur 16 Zellen in Serie, also alles gut. Ich habe auch nicht mehr hingebracht an die Länge da, das wäre irgendwann ein Problem geworden, darum 16. Ja, es läuft jetzt schon einige Zeit, unauffällig und problemlos. Einzige, was ich jetzt gemacht habe, ich habe umgebaut, wie es alle anderen eben auch haben, auf vernünftige Kabelverbindung. Bluetooth, muss ich sagen, ist aktuell noch nicht wirklich gut. Ich habe immer wieder Schwierigkeiten gehabt und ich habe jetzt einfach auch keine Lust mehr drauf gehabt, wenn ich ganz ehrlich bin. Es muss einfach laufen und es ist mir einfach zu gefährlich vielleicht auch. Die Verbinder, die ich jetzt hier habe, diese Adapter, die verlinke ich unten, welche die sind. Das sind galvanisch getrennte mit eigener Stromversorgung. Das heißt, die kann man direkt mit dem JK-BMS verbinden. Also den Raspberry Pi habe ich jetzt direkt so eine USB-Verlängerung angebaut und so kurz wie möglich hier die Verbindung zu diesem Adapter. Ja, drei so Adapter und alles ist gut, funktioniert einwandfrei. Jo, so schaut das Ganze im Nahen dann aus. Ich habe da so ein Kabelchen gebaut, also diesen Stecker da quasi, da angelötet an so eine Pins. Und dieser Adapter macht quasi auch für die 3,3 Volt, die man braucht, macht der eine sekundäre Stromversorgung aus diesen 5 Volt, die am Eingang liegen. Aber alles natürlich galvanisch getrennt. Ist sehr, sehr wichtig. Ja. Da darf man nicht sparen. Ja, dann steigen wir ein bisschen ein in das ganze Thema. Die Sicherungen habe ich natürlich jetzt auch mittlerweile getauscht. Ich habe am Anfang Megafuse drin gehabt. Die haben aber das Trennvermögen nicht. Da haben wir dann mal ein Video drüber gemacht. Und NH habe ich jetzt überall drin. Und die kann auf jeden Fall den Kurzschlussstrom sicher trennen. Diese 3D-gedruckten Halter, die ich da habe, stellen gleichzeitig so einen gewissen Abstand her zu dem Holz dahinter, dass da ein bisschen Luft zirkulieren kann. So, dann würde ich sagen, steigen wir aber ein in das ganze Thema Einstellungen. Ja, wie habe ich das eingestellt? In dieser App von diesem JK kann man das alles wunderbar einstellen. Gehen wir jetzt mal Schritt für Schritt durch. Einmal den Zell-Count, das sind 16 Zellen, also stelle ich hier eben 16 ein. Die Kapazität ist 280 Ampere-Stunden. Wann fängt der Balancer an? Ja, bei 10 Millivolt oder größer fängt der Ganze an. Hier kann man die Spannung kalibrieren, habe ich jetzt bei mir auch gemacht. Das heißt, ich habe alle eine Spannung angelegt, die der Multiplus gehabt hat. Und habe dann bei jedem einzelnen BMS diese Spannung eingestellt und eben auf OK geklickt. Dann hat man überall die gleiche Spannung, sonst differenziert es und man hat eventuell Probleme mit dem ganzen Balancing später. Ja? Das ist schon auch wichtig, wenn man mehr Akkuzellen oder mehr Akkus betreibt. Sonst hat ein Akku zum Beispiel 53,5 Volt, der andere hat 53,1 Volt und der dritte 53,4 Volt. Dann sind natürlich die einzelnen Zellspannungen auch nicht mehr ganz so richtig und dann hat er irgendwie ein Problem, dass der in Float geht. Ja. Strom kann man auch kalibrieren, gehe ich jetzt nicht näher drauf ein. Bitte macht das nicht, wenn ihr euch nicht vorher da informiert habt. Ja. Das wäre dann, wenn dann ein eigenes Video. Was haben wir denn hier noch? Also ich habe einmal UVP, das heißt die höchste Spannung, die zulässig ist, bevor es BMS abschaltet. Wir reden hier vom harten Abschalten. Ja. Das heißt, da trennt dann wirklich der MOSFET, ja? Also 3,65 Volt. Wann schaltet das ganze Ding wieder ein? Bei 3,5.
Dann das Ganze nach unten auch mit 2,65 ist die Reset-Spannung, wo es wieder einschaltet, und bei 2,60 schaltet es aus. Was ist das? Diese UVP, das soll den SOC zurücksetzen. Ja, 3,46 Volt habe ich das eingestellt, funktioniert bei mir jetzt ganz gut. Gibt aber wohl auch viele, wo es nicht so wirklich ganz gut funktioniert. Das gleiche auch hier mit unten. Diesen Battery UVPR, das ist quasi die Spannung, wo das Ganze dann als 0% SOC erkannt werden soll. Ja. Da haben wir noch Power Off, habe ich jetzt bei 2,5 Volt eingestellt. Das heißt, bei 2,5 Volt schaltet das ganze Ding komplett aus und das BMS geht in einen Deep Sleep, ja, das eben weniger Strom braucht und die Batterie nicht zusätzlich leer zieht. Den Zellausgleich, den fange ich an bei 3,44 Volt. Ich lade auch nur bis 3,45 maximal, dazu aber gleich später mehr. Balancing-Strom, also Ausgleichsstrom von der höchsten zur niedrigsten Zelle sind bei mir jetzt 2 Ampere. Ja? Das ist auch so eingestellt und das ist auch defaultmäßig so drin. 130 Ampere Dauerstrom habe ich jetzt bei mir eingestellt. Das Ganze schaltet nach 30 Sekunden aus. Ja, wenn jetzt irgendwo 140 Ampere anliegen sollten, dann schaltet das Ding nach 30 Sekunden hart aus. Wie gesagt, darf normal nicht passieren, weil das über das Serial Battery vorher schon runtergeregelt wird. Dazu aber gleich mehr. Und geht's weiter mit, das ist dann, wann es wieder einschaltet. Wenn es mal wegen Überstrom aus war, schaltet es nach 60 Sekunden, also nach einer Minute wieder ein bei mir. Das Ganze auch mit dem Entladen, 130 Ampere und 30 Sekunden und 60 Sekunden. Das da ist irgendwie sowas wie ein Kurzschlussschutz, glaube ich. 1,5 Millisekunden schaltet das Ganze aus und nach 60 Sekunden wieder ein. Dann mal noch die Temperaturen. Habe ich jetzt sehr moderat eingestellt, 50 Grad aus, 45 Grad wieder ein, sowohl beim Laden als auch Entladen. Und dann haben wir hier noch die Ladung, ist freigegeben bis 0 Grad Celsius und wenn es mal ausgeschaltet hat, bei 3 wieder an. Ja. Bei mir jetzt nicht gravierend ein Problem, das Ding steht im Keller und im Keller habe ich da eher moderate Temperaturen, also unter 8 Grad oder so komme ich im Winter eigentlich nie. Die Temperatur vom MOSFET ist bei mir jetzt freigegeben bis 80 Grad. Ich glaube, original ist bis 100 oder so. Fand ich jetzt ein bisschen hoch. Und bei 70 Grad schaltet es dann wieder ein, wenn es bei 80 ausgeschaltet hat. So schaut es bei mir jetzt aus. Device Address brauchen wir jetzt dann nicht, weil ich 3 einzelne Adapter habe. Soll wohl irgendwie die Möglichkeit geben, das Ganze über einen Adapter zu lösen, aber habe mich jetzt nicht näher damit befasst, weil es muss einfach laufen. Ja. Also das sind jetzt die Settings, die ich jetzt aktuell habe im JK-BMS, die man quasi über die App einstellt. Das sind die, nochmal auf das zurückzukommen, das sind wirklich die Grenzen, wo das BMS hart abschaltet. Das heißt, wenn alles andere versagt, wenn der Multiplus aus irgendwelchen Gründen zu krass lädt, zu hoch lädt, zu viel Strom, wie auch immer, der Serial Battery nicht drauf reagiert, beziehungsweise völlig falsch eingestellt ist und dann kommt irgendwann das BMS und schaltet unabhängig vom Rest so, wie es dort drin steht, hart ab, ja, also komplett hart ab. Sollte man immer tunlichst vermeiden und das ist wirklich die letzte Instanz. Ja. Bitte sowas nicht verwenden, um irgendwelche Ladungen zu begrenzen oder Entladungen zu begrenzen. Das ist wirklich die letzte Option und BMS ist nicht dafür gedacht, permanent zu schalten. So, das will ich jetzt nochmal wirklich gesagt haben an der Stelle. Dann machen wir weiter mit der Config-Ini von Serial Battery. Ja, wie das Ganze zu installieren ist und so weiter. Das verlinke ich unten, wo ihr das am besten machen könnt, weil da gibt es schon so viele Videos dazu und ich denke, das muss man nicht alles in die Breite irgendwo treten. Ja. Serial Battery ist sehr, sehr mächtig, man kann sehr, sehr viel einstellen, aber hier geht es jetzt hauptsächlich mal um diese Settings, wie ich das irgendwo gemacht habe.
Ganz oben, ja, Logging-Info kann man einstellen. Habe ich jetzt auf Info, wie gesagt, ist jetzt erstmal nicht so wichtig für die ganzen Settings. Wenn man ein paar Probleme hat, kann man das Ganze noch auf Debug stellen, dann sieht man ein paar mehr Fehler. Aber es tut jetzt erstmal nichts zur Sache. Ich habe bei mir jetzt 80 Ampere pro Block. Das heißt, ich habe drei so Blöcke und pro Block 80 Ampere. Jo, das ist bei mir jetzt locker ausreichend, dass ich auch mit zwei von drei Blöcken, wenn ich jetzt irgendwas machen würde im Akku, irgendwelche Innenwiderstände messen oder so weiter und so weiter, dann könnte ich trotzdem mit zwei Blöcken alles ganz normal betreiben. Wenn ich jetzt nur einen Block irgendwo betreiben würde, dann geht die Lade- und die Entladeleistung eben runter. Also wenn ich jetzt drei Blöcke habe, habe ich 3x 80 Ampere. Und wenn ich jetzt zwei hätte, dann wären es 160 Ampere eben und einer allein wäre dann eben 80 Ampere, was ich irgendwo nutzen kann. Das kann man hier jetzt schön einstellen. Die Zell-Voltages habe ich so eingestellt, 3 Volt untere Grenze, 3,45 Volt ist die maximale Ladespannung, wenn er auf Bulk ist, also auf dieser Hauptladung. Und wenn er das dann erreicht hat, dann senkt er ab auf 3,35 Volt. Dazu komme ich aber später nochmal, was das Ganze bedeutet. Also wie gesagt, 3,45 obere Grenze, 3,35 ist so ja, die Haltespannung, kann man schon fast sagen, ja, Float. So, dann geht es weiter. SOC Reset Voltage, das braucht man hier nicht, ja, weil ich das Ganze eben aus dem BMS auslese. Was haben wir hier schon? Das SOC Calculation, das kann man verwenden, wenn die Anzeige aus dem BMS extrem schlecht ist. Dann kann man hier mit dem SOC oder kann man hier den SOC von Serial Battery berechnen lassen. Das funktioniert ganz gut und man kann auch hier kann man quasi den Strom ein bisschen kalibrieren oder ja, optimieren, hinbescheißen, ja, kann man schon fast sagen. Wenn jetzt zum Beispiel das BMS 300 Ampere messen sollte, ja, und ich real nur 250 Ampere anliegen habe, dann kann man hier 250 Ampere eingeben, dann berechnet das Serial Battery, also das Programm, was im Hintergrund läuft, den SOC richtig. Ja. Wie gesagt, habe ich jetzt aktuell nicht im Einsatz, weil das ja, die SOC-Anzeige vor den drei JKs genau genug ist. Ich sage nicht, dass es gut ist, aber es ist genau genug, dass es ausreicht. Mal vorab gesehen, dass ich das so ein bisschen anders sehe, wenn Akku halt im Winter leer ist, ist er halt leer. Ich kann es ja nicht ändern. Ja. Ich kann es nutzen, bis irgendwo mal ausschaltet oder abschaltet und dann ist halt einfach Ende. Ja. Und der Übergangszeit reicht ja sowieso. Bluetooth-BMS habe ich mal am Anfang rumprobiert. Ja, sieht man hier unten, da habe ich meine Adressen alle eingetragen. Ich kam zu dem Entschluss, dass es besser ist, ein Kabel zu verwenden. Deswegen habe ich das wieder zurückgebaut oder ja, so umgebaut, dass ich jetzt wieder ein vernünftiges Kabel irgendwo habe. Ja, ich traue dem Ganzen nicht auf Dauer. Und es lief auch nicht so hundertprozentig stabil, das muss ich wirklich sagen. Aber hier könnte man Bluetooth-BMS verwenden. Ein Bluetooth-BMS funktioniert okay, nicht perfekt, aber okay. Wenn man mehrere verwendet, hat man aktuell, soweit ich es noch weiß, ziemliche Probleme damit. Ja, das wird aber wahrscheinlich irgendwann ja, gefixt werden, denke ich mal. Also er ist dran und ich denke, dass das dann schon irgendwann funktionieren wird. Aktuell aber glaube ich noch nicht. Bluetooth Use USB hier auf False, weil wir ja kein USB haben. Kann, BMS betrifft uns jetzt nicht, Modbus auch nicht. Was haben wir denn da hier genau? BMS Disconnect Behavior, das ist auch ganz wichtig. Da kann man jetzt einstellen, was passiert, wenn die Grenzen überschritten werden, ja, zum Beispiel. Ob dann Serial Battery die Ladung blocken darf und die Entladung blocken darf. Ich habe das auf True, weil ich sage, im Normalfall bewege ich mich ja innerhalb von den ganzen Grenzen, ja, und wenn ich da drüber komme, dann soll er einfach die Ladung einstellen. Das will ich so haben. Muss man jetzt eben schauen, was für jeden irgendwo selber wichtig ist. Wenn man sagt, okay, ich will es nicht über Serial Battery machen, sondern das muss das BMS selber dann hart abschalten. Ich bin immer der Freund, dass ich erstmal über Software abschalte. Und wenn es dann gar nicht mehr geht, erst dann das BMS kommt. Das ist meine Meinung. Jo, Charge Mode ist bei mir auf linear, das heißt, er berechnet zwischen den Werten, die ich irgendwo habe,
berechnet eher ja, linear Zwischenwerte. Das heißt, das Ganze ist, wie das so schön steht, etwas smoother, also das ist ein bisschen gleichmäßiger von der ganzen Ladung her. Und ich habe keine Stufen drin, keine harten, sondern wirklich eine lineare, ja, so eine Funktion, so eine Kurve. Ja, das funktioniert eigentlich ganz gut und das kann ich auch echt empfehlen. Hat aber gleich noch einen Vorteil, warum ich das habe, und zwar wegen der Ladung und der Umschaltung von Starkladung auf Erhaltungsladung. Aber dazu komme ich gleich. Wie oft ihr das berechnet, ist es hier 60 Sekunden und wenn es 33% abweicht, habe ich nichts verändert, das ist original so. Und ja, das passt eigentlich. So, einen externen Stromsensor könnte man auch integrieren, habe ich jetzt bei mir nicht. Das heißt, ich habe nur die JK-BMS und über die JK-BMS wird der Strom gemessen. Das ist eigentlich okay, ich habe das mal verglichen und das passt eigentlich soweit. Genau, Charge Voltage Limitation, CVL. Was heißt das? Was kann ich damit machen und warum finde ich persönlich diesen Teil extrem cool? So, Batteriezellen sollen nicht so hoch von der Spannung betrieben werden, weil dann intern von der Chemie, von der Zellchemie, das ein bisschen ungeil ist. Das heißt, in dem Fall jetzt bei LFP, wo wir uns immer noch bewegen, haben wir irgendwo im Bereich 3,4 Volt, Aussage von Kalb, da kenne ich einen, ja, schöne Grüße gehen raus. Und da war immer wieder die Aussage, ja, über 3,4 Volt soll man die Zellen dauerhaft nicht lassen, weil es einfach nicht gut ist für die Zellchemie. Und das mache ich auch so nicht. Und das ist hier auch so einprogrammiert. Das heißt, wie schaut das jetzt normal aus mit dieser Einstellung? Linear Mode, den haben wir, ja, das habe ich eingestellt. Nachdem die quasi die maximale Spannung erreicht ist und die Zellspannung der einzelnen Zellen kleiner oder gleich der maximalen Zelldifferenz, die ich oben einstellen kann, wenn es quasi das unterschreitet, dann schaltet es automatisch um zur Float Voltage, also zur Erhaltungsspannung. Was heißt das jetzt in der Praxis? Ich zeige es euch jetzt mal ganz kurz, das ist deutlich einfacher und deutlich besser zu erklären. So, was passiert? Das sind Daten vom, ich müsste jetzt lügen, 18. September, also noch gar nicht so lange her. Da war die Batterie etwas leer und ich habe da mit voller Leistung mal reingeladen. Ja, sieht man auch hier unten, sieht man die Leistung, ist irgendwo so 5,3 kW, also irgendwo so, ich glaube 100 Ampere, was ich da eingestellt habe. Das kann ich ja selber einstellen, kann ich auch noch ein Video dazu machen. Das heißt, ich kann über dieses Victron, ja, über Node-RED die Stromstärke nochmal begrenzen. Aber jetzt tut jetzt mal nichts zur Sache. Ich lade da einfach den Akku konstant mit einer Leistung, mit einer eingestellten. In dem Fall jetzt so um die 5 kW. Hier zum Ende hin, da wird der Akku langsam voll, ja, da geht bei mir die Ladeleistung runter. Das mache ich über Node-RED. Das heißt, ich verringere die Ladeleistung auf 3,5 kW. Oben sieht man jetzt die Spannung. Das blaue ist die geringste Zelle oder die minimalst volle Zelle von der Spannung her und die orange ist die höchste Zelle, ja, im kompletten Verbund. Wir reden hier von 3 mal 16 Zellen, die insgesamt im Einsatz sind. Und von diesen Zellen die geringste und die höchste. Sieht man jetzt schon, haben wir irgendwo im Bereich 20 mV. Wenn er mit ordentlich Strom rauf geht, was völlig normal ist. So, dann geht der Strom irgendwann runter, Akku wird voll und dann geht hier zum Ende die Spannung rapide hoch. Das geht dann ziemlich schnell zum Schluss. Und dann hat man hier erstmal, sieht man hier ganz gut, hat man hier 40 mV Deviation, also 40 mV Differenz zwischen der niedrigsten und der höchsten Zelle. Ladestrom geht dann noch weiter runter, also hier sind wir schon bei 1,8 kW. Dann lädt es weiter, es wird der Ladestrom minimiert, das macht dann das Serial Battery eben, das begrenzt das Ganze, weil ich die Spannung bei 3,45 Volt begrenzen will, ja, irgendwo die Richtung, und dann geht der Ladestrom runter. Ja, warum das jetzt hier 3,47 sind, das liegt einfach am, ja, an dem BMS, oder besser gesagt am Multi Plus, der hat irgendwo eine minimalst andere Spannung, das habe ich noch nicht fertig kalibriert, ja, tut mir leid. Auf jeden Fall sieht man hier ganz schön, er zieht es hin auf 3,47 und 3,46. Das heißt, da oben springen dann die Balancer an,
schieben die Zellen wieder alle oder rücken die Zellen wieder alle gerade. Strom geht brutalst runter, wir haben bloß noch 200 Watt oder so. Und wenn der Zustand erreicht ist, wie man jetzt hier sieht, ja, ich habe hier 10 Millivolt Differenz, niedrigste und höchste Zelle und gleichzeitig wenig Strom und dann läuft ein Timer. Ja, dann läuft ein Timer, bei mir ist es glaube ich 15 Minuten oder so oder 10 Minuten und nach dieser Zeit wird die Spannung abgesenkt. Und das würde ich euch auch empfehlen. Das heißt, an dem Punkt ist der Akku wirklich voll. Ja, der ist voll dann. Und dann senkt ihr die Spannung ab. Hier runter, linear. Also nicht, dass da riesen Strom entsteht, sondern ihr senkt ab auf 3,36, 3,37 Volt pro Zelle. Jo, und das ist so der Idealfall, wie ihr eure Akkus laden sollt. Das heißt, schnell hoch, schnell balancieren und dann sofort wieder absenken auf die 3,36 Volt. Hier an dem Punkt ist der Akku immer noch voll. Also das bitte nicht falsch verstehen. Bei 3,36, da sieht man auch hier unten, da fließt kein nennenswerter Strom. Ja, so 200 Watt hin oder her, ja, so ganz grob. Da tut sich nichts. An dem Zustand ist der Akku genauso voll, als wenn ich jetzt den an dem oberen Punkt halte mit 3,46. Und das ist das, was bei euch hängen bleiben soll, ja. Wenn ich jetzt den Akku wirklich auf 3,5 Volt halte, immer, schade ich auf Dauer den Zellen von der Chemie her. Und er ist genauso voll, als wenn ich den einfach absenke auf 3,36. Das ist das, was ihr verstehen müsst. Ja? Das heißt, immer im Idealfall, nachdem der Akku voll ist und gebalanced ist, wieder absenken von der Spannung. Und das ist verdammt nochmal richtig wichtig für die Lebensdauer von so einem Akku. Schauen wir uns das Ganze wieder an, wie das da eingestellt wird. Das heißt, das ist genau diese Funktion, die macht das. Das heißt, wir haben den Linear Mode, ja, nachdem die 55,2 Volt erreicht sind und die 10 Millivolt Deviation, also diese Differenzspannung, diese Zelldifferenz unterschritten wird oder gleich ist, dann schaltet er um auf die Spannung von 53,6 Volt bei 16 Zellen, wie gesagt. Gell? Also wenn ihr mehr Zellen habt, ist es natürlich anders. In dem Fall jetzt 900 Sekunden. Ich habe gerade was anderes eingestellt. Ich habe was ich da 600 Sekunden. Also 10 Minuten hält der bei mir quasi trotzdem noch diese hohe Spannung und dann senkt er ab auf die Float-Spannung. Das ist wirklich wichtig und das würde ich auch jedem empfehlen, irgendwie einzustellen. Da hat man noch die 80 Millivolt. Das heißt, nachdem der die Spannung abgesenkt hat, muss er irgendwann wieder einen Triggerpunkt haben, wann er diese höhere Spannung wieder verwendet. Ja, und das macht er jetzt in dem Fall unterhalb von einem von 85% SOC. Das heißt, wenn über Nacht zum Beispiel der Akku unter 85% geht, schaltet er am nächsten Tag bei mir jetzt wieder hoch auf die volle Ladespannung. Das könnt ihr aber auch auf 60% einstellen, oder wie ihr lustig seid. Ja, das müsst ihr ein bisschen ausprobieren. Oder wenn die Zellspannungen 80 Millivolt Differenz überschreiten, dann geht er auch auf die hohe Spannung und balanciert das Ganze wieder aus. Jo, dann haben wir hier noch eine, ein Cell Voltage Current Limitation. Das heißt, ich kann den Ladestrom und Entladestrom noch begrenzen über die Zellspannung. Das habe ich jetzt hier auch gemacht. Das heißt, 3,55 ist 0. Seht ihr selber, 3,45 ist 0,07. Da muss man auch ein bisschen rumprobieren. Und bei großen Akkus und relativ wenig Ladeleistung ist das gar nicht so dramatisch. Wichtig ist nur, dass bei den 3,45 der Ladestrom einfach minimiert wird. Ja. So, dann kommen wir noch zu einem wichtigen Punkt. Diese CVL. CVL und CCL. Ja, das ist einmal, soll das einfach verhindern, dass die Spannung überschossen wird beim Laden. So, wie macht das Programm, oder wie macht das Serial Battery das? Einmal mit CVL, das heißt, er nimmt einfach die Zellspannungen her, wenn die 16 Zellen, und da sieht man es jetzt schön, wenn zum Beispiel jetzt eine Zelle nicht ganz voll ist, dann habe ich ja die Systemspannung insgesamt noch nicht erreicht und eine Zelle würde quasi überladen werden. Und damit das nicht passiert, senkt Serial Battery die Gesamtspannung ab
dass da nichts passieren kann. Das macht man einmal über CVL. Dann gibt es noch CCL, das ist auch nicht ganz so doof. Wenn man zum Beispiel MPPTs verwendet. Das ist bei mir... Sorry, jetzt habe ich... Falsch. Genau, nee, das war... sorry, mein Fehler. CVL. Das ist wichtig, wenn ihr MPPTs verwendet. Ja? Diese Funktion. Das hat es damit zu tun, dass im Normalfall ja die Zellspannung oder die insgesamt die Spannung begrenzt werden sollte, wenn alles richtig funktioniert, steht da dort, in der Theorie über das CCL, das wir hier eingestellt haben. Ja, das heißt, wenn die Spannung hoch genug ist pro Zelle, wird der Ladestrom reduziert. In der Praxis ist es aber sehr träge, dieses CCL, und deswegen gibt es noch dieses CVL. Das heißt, der schaut jetzt insgesamt die Spannung an und reduziert die. Ja, das könnt ihr euch mal durchlesen, ist ganz interessant. Das ist wirklich wichtig, wenn ihr zum Beispiel MPPTs verwendet, so wie ich, und DC Feed-In, weil dann die Strombegrenzung nicht funktioniert. Dann müsst ihr das über die Spannung machen, anders geht es nicht. Und deswegen geht es über dieses CVL. Funktioniert übrigens sehr gut. Dann gibt es noch ein Temperature Limitation, das heißt, ich kann den Ladestrom begrenzen über die Temperatur. Unabhängig jetzt vom BMS, also es schaltet dann nicht ab, sondern es reduziert einfach. Ja, das kann man hier einstellen. Also ich habe jetzt zum Beispiel bei 0 Grad 0 Ampere, bei 2 Grad, nicht 0 Ampere, sondern 0,0 mal die Kapazität, ja, die ich irgendwo habe. Dann bei 2 Grad 0,1, das sind bei mir halt eben, wenn ich oben 80 Ampere einstelle, sind das eben 8 Ampere, die ich irgendwo freigebe, ja, also fast nichts. Und so kann man das dann einstellen. Bei 40 Grad ist bei mir auch Ende, ja, Schicht im Schacht. Über 40 Grad wird bei mir der Akku nicht mehr geladen und bei 45 Grad auch nicht mehr entladen. Ja, das will ich jetzt persönlich so haben. Wie gesagt, werde ich in der Praxis nie haben, schaffe ich nicht, 45 Grad. So, dann haben wir noch die SOC Limitation, das kann man quasi das gleiche wie mit Temperatur, kann man hier über den SOC machen, ja, wenn der Akku voll wird, dass er einfach langsamer lädt und beim Entladen genauso, das könnt ihr dann auch einstellen. Da könnte man so, sich noch das einstellen, dass der dir anzeigt, wie lange er noch braucht, bis der Akku voll ist. Da kann man noch einstellen, wie lange er noch braucht, bis er einen bestimmten SOC erreicht hat und so weiter. Kann man sich ein bisschen spielen damit. Ich brauche das ehrlich gesagt nicht. Da mal ein bisschen auf Falls, weil es einfach nicht, ja, brauche ich nicht. Ich kann es ja nicht beeinflussen. Ist schön zu wissen, aber es hilft mir auch nicht weiter. Wenn Sonne vorbei ist an dem Tag, ist eben Sonne vorbei. Es hilft halt nichts. Dann gibt es noch Additional Settings. Das heißt, ich kann einmal da festlegen, bei mir jetzt das JK-BMS. Ja, ist ein bisschen besser, geht ein bisschen schneller dann. Das braucht man nicht. Genau, und da habe ich jetzt noch das Poll-Intervall auf 2 Sekunden gelegt. Einfach, um die Datenmenge zu reduzieren. Und ich meine, 2 Sekunden reicht locker aus, dass das von der Sicherheit kein Problem gibt. Dass es nur einigermaßen aktuell genug ist. Alle 2 Sekunden. Man merkt es da schon, wenn man da jetzt höhere Werte macht, also eine Sekunde oder gerade mit Bluetooth ist es echt ein Problem, dann geht die CPU-Temperatur schon ordentlich hoch. Also das merkt man schon, dass dann der Pi mehr zu tun hat. Also da müsst ihr ein bisschen gucken, dass dann vielleicht auf 2 Sekunden oder so stellt. Wie gesagt, mir reichen 2 Sekunden locker aus und wenn der weniger zu tun hat, ist vielleicht auch besser. Da könnte man jetzt noch SOC, diesen automatischen Reset einstellen. Wenn ihr ein Bluetooth-BMS verwendet, kann man das da irgendwie einstellen. Funktioniert auch. Da senkt er dann kurzzeitig mal die Spannung ab, die am BMS irgendwo eingestellt ist.
dann überschießt er quasi diese maximale Spannung vom BMS und es triggert dann das BMS. Funktioniert, habe ich schon mal probiert. Mit Kabelverbindung braucht man es natürlich nicht. Klar. Genau. Jo. Und kann man auch ein paar Sachen noch einstellen. Welche Werte man anzeigt und so weiter. Datenformat. Ich habe jetzt auf 1. Das reicht mir. Dann kann man noch so ein Midpoint-Graph und also Zeugs. Also kann man alles Mögliche machen. Temperatursensoren. Das ist aber dann nur noch eine optische Sache, sag ich mal. Ja. Eins habe ich noch irgendwo, was wichtig war. Wo ist es denn? Genau, Voltage Drop. Das ist noch ein Punkt, der gar nicht so blöd ist. Also ich versuche es mir kurz zu erklären. Das Problem ist jetzt, wenn zum Beispiel das BMS eine niedrigere, Moment, eine höhere Spannung misst als der Multiplus, ja, dann hat das BMS kein Problem, die Spannung zu erreichen. Das heißt, wenn ich jetzt zum Beispiel 55,2 Volt eingestellt habe, was laden soll, und der Multiplus lädt bis 55,2, was er ja tut, ja, wenn man den gemeinsamen Strom, wenn man den gemeinsamen Spannungssensor nicht eingestellt hat, dann lädt der Multiplus bis 55,2 in dem Fall, und das BMS misst zum Beispiel 55,3, wie es bei mir jetzt ist, ja, misst ein bisschen mehr. Dann ist das kein Problem, weil ich erreiche diese 55,2, das heißt, nach einer bestimmten Zeit geht er eben in diesen Float, also von dieser höheren Ladespannung, weil er sie ja erreicht hat, in die niedrigere, ja. Wenn jetzt aber das BMS weniger misst, aus irgendwelchen Gründen, ja, das haben wir auch, Toleranzen und so, dann erreicht der nie seine Ladespannung, die er eigentlich bräuchte. Also der Multiplus lädt bis 55,2 und das BMS misst zum Beispiel 55,1. Jetzt erreicht er die 55,2 nicht. Dementsprechend geht er nie in diesen Float-Modus. Ja, und da kann man jetzt diesen Voltage-Drop einstellen und anpassen, dass er eben diese 55,2 auch misst. Kann man 0,2 Volt dazu machen oder abziehen, je nachdem, welche Richtung das abweicht. Ja. Da kann man das Ganze ein bisschen kalibrieren über Software. Ja. Ist nicht doof, ist eine gute Funktion, wie ich finde, und habe jetzt auch schon zweimal gebraucht. Bei mir selber müsste ich es in die andere Richtung korrigieren, weil ich das ja auf meinen Multimeter quasi ursprünglich kalibriert habe. Dieses JK BMS und der Multiplus misst wieder anders. Also ist halt wieder üblich wie immer, wer misst. Es ist halt leider so, es hilft ja nichts. So, ich denke, da haben wir jetzt die Settings eigentlich das meiste durch. So, und jetzt war das wieder ein sehr, sehr langes Video, um Gottes Willen. Boah, halbe Stunde, super. Ja, Problem an der Sache ist halt einfach, wenn ich jetzt das noch ausführlicher macht, dann haben wir halt 2 Stunden, ja, wenn ich jeden Punkt drauf eingehe. Das war jetzt nur mal so eine Übersicht, was Serial Battery, was man einstellen kann, und sag jetzt mal, so eine grobe Übersicht, dass es schon auch wichtig ist und Unterschied auch macht, welche Settings ich beim BMS selber einstelle und welche Settings ich beim Serial Battery einstelle. Wie gesagt, was hängen bleiben soll, es macht ein riesen Unterschied, was ich beim BMS einstelle. BMS ist, wie gesagt, die letzte Instanz und die letzte Option zum Abschalten vom Akku. Das heißt, das BMS schaltet hart irgendwann ab. Das ist nicht dafür gedacht, wenn der Akku voll ist, dass das BMS dann trennt. Das ist nicht der Sinn. Das heißt, vorher muss über Serial Battery bzw. über den Multiplus, wie auch immer man es einstellt, muss vorher der Ladestrom und die Spannung reduziert werden, bevor irgendwann mal das BMS abschalten würde. Ja? Das ist das, was ihr wissen müsst. Ja? BMS ist eine reine Schutzfunktion und kein Normalbetrieb. Ja? Wie gesagt, und jetzt gerne in die Kommentare, was euch noch interessiert, wo ich noch genauer darauf eingehen soll, wie auch immer. Ja? Es ist ein Riesenthema, es ist sehr, sehr kompliziert, wenn man alles perfekt einstellen will. Das zieht sich wirklich, und man sollte sich wirklich auch mit dem Thema befassen, nicht irgendwelche fertigen Einstellungen nehmen,
aufs BMS hauen oder auf die Akkus hauen. Man sollte schon darüber nachdenken, was man damit erreichen will erstmal und wie die eigene Verkabelung auch ausschaut. Es hilft nichts, wenn ich 150 Ampere einstelle und meine Verkabelung ist 35 Quadrat. Dann ist 150 Ampere doch auch grenzwertig. Dann sollte man schon über nachdenken, den Strom einfach runterzunehmen. Ja, also da bitte drauf schauen. Nur so kann das Ganze vernünftig laufen und so vermeidet man auch irgendwelche Brände oder irgendwelche Probleme mit den ganzen Anlagen. Ansonsten, wie gesagt, war es wieder ein sehr langes Video. Sehr nerdlastig, tut mir jetzt echt leid, aber ihr habt immer wieder Fragen gehabt zu dem Thema. Ich muss es einfach das mal machen. Ansonsten, wie gesagt, gerne Daumen hoch, Kanal abonnieren und dann sieht man sich beim nächsten Video. Macht es gut. Ciao, ciao.